Moin, willkommen in Chemnitz an der Straßenbahnendhaltestelle Technopark. Natürlich könntet ihr euch hier mit einem Ghetto-Blaster hinsetzen und Technomusik hören. Aber deswegen heißt es nicht Technopark. Hier soll ein Gewerbepark entstehen, in dem sich zahlreiche Technologieunternehmen ansiedeln können. Und ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf Wasserstofftechnologie liegen. Aber auch der Straßenbahnbetrieb hier ist technisch interessant. Über diese Verbindungskurve können Züge der Citybahn Chemnitz aus dem Straßenbahnnetz ins Eisenbahnnetz wechseln und dort zum Beispiel in Richtung Aue weiterfahren. Dort im Hintergrund liegt die Straßenbahnwendeschleife. Etwa in der Mitte der Verbindungskurve steht ein Schild, das anzeigt, dass hier die Infrastrukturgrenze zwischen Eisenbahn und Straßenbahn ist. Von der Fußgängerbrücke aus hat man einen guten Überblick auf die Verbindungskurve rechts und auf die Eisenbahnstrecke links. Hier der Blick zur anderen Seite,
wo sich die Verbindungskurve mit Weichen ausfädelt. Hier kommt der nächste Zug in Richtung Innenstadt. Fahren wir ein Stück mit vom TU-Campus in Richtung Aue. Nächste Haltestelle, Technopark. Bahnhof Reichenhain. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Chemnitz-Reichenhain sind wir an einem Bahnhof im DB-Gebiet angekommen.
Der nächste Zug von Aue nach Chemnitz kommt in Reichenhain an. Die Stadler Citylink-Fahrzeuge für Chemnitz besitzen zwei Dieselgeneratoranlagen für den Einsatz auf nicht elektrifizierten Strecken. Ursprünglich wurde dieser Fahrzeugtyp von Vossloh entwickelt. Die Citylink-Triebzüge haben Türen, die für zwei unterschiedliche Bahnsteighöhen optimiert sind. Auch an vielen Straßenbahnhaltestellen gibt es einen erhöhten Bereich, der für die weiß gestrichenen Türen optimiert ist. Hier am Bahnhofsvorplatz gibt es keinen erhöhten Bahnsteigbereich, sodass zu beiden Arten von Türen ein gewisser Höhenunterschied besteht. Damit sage ich für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.